Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, im Index der Scofield-Bibel sind wir nun bei 2. Könige angelangt. Der erste und zweite Buch der Könige sind ursprünglich ein Buch gewesen. Das zweite Buch der Könige enthält den Bericht von zwei großen nationalen Tragödien. Der Fall des nördlichen Königreichs Israel im Jahre 721 vor Christus und der Fall von Juda mit der Zerstörung von Jerusalem im Jahre 586 vor Christus. Ebenso ein Bericht über den machtvollen Dienst von Elisa. In diesem Zeitabschnitt, über den in diesem Buch geschrieben wird, empfing Israel göttliche Warnungen und Ermahnungen durch Amos und Hosea. Und eine Anzahl Propheten standen in Juda auf, unter ihnen Jesaja und Jeremia. Die Bücher der Könige schließen mit der Gefangenschaft Judas in Babylon. Unterschiede zwischen den Büchern der Könige und der Chroniker. Erstens, in Könige 7,8 wird einfach gesagt, dass Salomo der Tochter Pharaos ein besonderes Haus baute, aber in 2. Chroniker 8,11 berichtet, dass es nicht in Jerusalem gebaut wurde, weil Salomo fühlte, dass eine Götzendienerin, obwohl sie seine Frau war, nicht in den heiligen Stadt wohnen sollte. Zweitens, Chroniker allein erwähnt, dass Jerobeam in seiner Abtrünnigkeit nicht nur die goldenen Kälber anbetete, sondern auch Dämonen, vergleiche Kapitel 11, Vers 15 mit 3. Mose 17, 7. Drittens, nicht eine erlösende Tat aus Abias Regierung berichteten die Könige, aber in 2. Chroniker 13 haben wir seine fromme Ansprache, Verse 5 bis 12, und sein Schreien zu Gott, Verse 14 bis 18. Viertens, nur die Chroniker erzählt uns, dass der gute König Asa in seiner letzten Krankheit Jehova vernachlässigte, Kapitel 16, Vers 12, dass der gute König Josaphat aber eine dreifache, sündige Verbindung eingeht. Ehelich, Kapitel 21, militärisch, Kapitel 18, geschäftlich, Kapitel 20. Dass Athalia Tempelraum begangen hatte, Kapitel 24. Warum Usia von Jehova mit Aussatz geschlagen wurde, Kapitel 26. Fünftens. Hiskias Regierung zerfällt in zwei große Abschnitte. Seine kriegerische Taten und die Reformation, die er im Tempel und im Gottesdienst durchführte. In 2. Könige 18, Vers 4 bis 6 haben wir drei Verse über seine Reformation, aber in 2. Chroniker 3 Kapitel, 29 bis 31, im Blick auf militärische Angelegenheiten ist es gerade das Gegenteil. Drei Kapitel in Könige sind der weltlichen Geschichte gewidmet, während die religiöse Reformation drei Verse umfasst. Kapitel 6, Vers 2. Könige hat viel über Manasses Bosheit zu sagen, aber nur in Chroniker, Kapitel 33, Vers 11 bis 13, wird uns von seiner Gefangenschaft in Babel und von seiner Rückkehr zu Gott und auf seinen Thron erzählt. Aus diesen Gründen ist er oft der verlorene Sohn des Alten Testaments genannt worden. Siebtens, beachte die bemerkenswerte Stelle in Kapitel 9, Vers 8. Gepriesen sei Jehova, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf seinen Thron zu setzen. Dies ist in Übereinstimmung mit 1. Chroniker 29, Vers 23. Gesichtskreis des Buches. Erstens. Das zweite Buch der Könige enthält die Geschichte Israels und Judas von Ahab bis zur Gefangenschaft und umfasst einen Zeitraum von ungefähr 300 Jahren. Die erste Hälfte des Buches ist größtenteils ausgefüllt mit einem Bericht von Elisas langjährigem Dienst. Es erzählt 16 Wunder durch Elisa, während Elia nur 8 vollbrachte. Die Geschichte Elisas ist im Wesentlichen ein Bericht seiner Wunder, ein Bericht
von Werken der Wohltätigkeit. Drittens, die zweite Hälfte des Buches enthält erstens die Ereignisse, die zum Fall Samarias und der Gefangenschaft Israels führten und zweitens zu dem Fall Jerusalems und der Gefangenschaft Judas. Viertens, Israel hatte 19 Könige, von denen nicht einer gut war, während Juda 19 Könige und eine Königin hatte, von denen 8 taten, was recht war, in den Augen Jehovas. Fünftens, beachte: A. Einer der besten Könige Judas, Hiskia, war der Vater des bösesten der Könige. Kapitel 21. B. Das bemerkenswerte Lob Josias. Kapitel 23, Vers 25. C. Wie der einzige überlebende Abkömmling der Davidischen Königslinie und die einzige vorhandene Abschrift des Gesetzes nahe daran waren, vernichtet zu werden. Kapitel 11, Kapitel 22. Das zweite Buch der Könige kann man folgendermaßen einteilen. Erstens, der letzte Dienst und die Hinwegnahme des Elia. Kapitel 1. Zweitens, der Dienst des Elia. Kapitel 2. Drittens, die Könige von Israel und Juda bis zum Fall von Samaria. Kapitel 8. Viertens, von dem Regierungsantritt des Hiskia bis zu der Gefangenschaft Judas. Kapitel 18. Liebe Geschwister, wenn ihr andere Konzentrate zu dem zweiten Königebuch habt, wäre das sehr schön, wenn ihr sie mir sendet per E-Mail oder direkt in die Kommentarzeile im YouTube. Im Herrn Jesus Christum, einen schönen Tag. Hier will ich